Vor 6000 Jahren ist die Insel nämlich besiedelt gewesen. Entstanden ist während der Würmeiszeit, und zwar wie die Würm vor ungefähr 17.000 Jahren aus dem Ur-Starnberger See rausgebrochen ist, ist der Wasserspiegel rapide abgesunken und hat die Insel mehr oder weniger freigespült. Das Inselschlösserl, das kann man auch besuchen. Heute gehen ja die Führungen um 11:45 los. Wenn es jetzt die 2 Stunden auf der Insel verweilen wollt, es sind viele Banker, man kann sie also überall hinsetzen. Macht es so wie der König Max und später der König Ludwig. Nehmt es als Oase der Ruhe, weil der Max hat ursprünglich die Insel gekauft, um der Hektik der Großstadt zu entfliehen. Thank you.
sich das jetzt und das andere